Herzlich willkommen zum Coachingzone Podcast, dem Podcast, der dir hilft, deine Promotion erfolgreich und mit Freude zu Ende zu bringen. Ich bin Dr. Jutta Wergen, Coach und Trainerin mit langjähriger Expertise. Ich unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Der heutige Podcast ist ein kleiner Coaching-Podcast, denn es geht um eine Technik, die gerne von erfolgreichen Leuten, beispielsweise im Spitzensport, genutzt wird. Und es geht darum, nicht nur das Ziel zu imaginieren, sondern sich die konkrete Erreichung des Ziels vorzustellen und das Ziel, also sozusagen von hinten, von der Erreichung, vom Ziel her in den Blick zu nehmen und tu mal so, als ob, heißt die Technik. Also tu mal so, als ob du dein Ziel schon erreicht hast. Und schau mal, wie sich das anfühlen würde und was du dann alles geschafft hättest. Ne, also so, aber nicht von aus der Perspektive, ich muss das jetzt alles schaffen, sondern tu mal so, als wärst du schon fertig. Wie würde sich das anfühlen? Diese Technik geht so ein bisschen in die Richtung der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ihr kennt das vielleicht, dass man sozusagen sich selber einen zukünftigen Zustand vorstellt und den dann erreicht. Die Soziologen unter euch kennen das unter Self-Fulfilling Prophecy. Der Soziologe Robert K. Merton hat es in den 1940er Jahren, Ende der 1940er Jahre, in etwa so formuliert, dass man eine Situation falsch bestimmt und dann so handelt, dass diese falsche Annahme aber richtig ist. Und man hinterher recht gehabt hat. Beispiele wären Placebo- oder Nocebo-Effekt oder auch Prüfungsangst, dass man sich vorstellt, diese Prüfung wird total schrecklich und dann wird die wahrscheinlich auch schrecklich. Oder was man so zum Beispiel bei älteren Leuten so festgestellt hat, dass die Angst vor Stürzen haben und sozusagen wissen, dass sie stürzen werden und dann stürzen sie auch. Und ich finde ja, die interessanteste Form der Self-Fulfilling Prophecy sind Horoskope. Ne, also wenn dir eine gute Zeit vorausgesagt wird von deinem Horoskop, dann bist du eher bereit, auch diese gute Zeit zu haben und wirst dann hinterher sagen, ja, das hat mein Horoskop ja gesagt, ne? Ohne danach zu fragen, was du selber vielleicht getan hast, um eine gute Zeit zu haben. Und selbst wenn dein Horoskop sagt, du wirst eine gute Zeit haben und du hast keine gute Zeit, dann verhältst du dich vielleicht trotzdem so ein bisschen so, weil du dir vorstellst, dass das ja irgendwie recht, das Horoskop ja irgendwie recht haben muss. Nicht, es gilt jetzt nicht für alle Leute, das weiß ich. Aber dass du eher bereit bist, was Gutes über dich zu denken, wenn dir das irgendwie vorhergesagt wird von anderen oder von dir selber. Beispielsweise, vielleicht kennst du das, dass so Zuschreibungen und also so Prophezeiungen vielleicht auch gemacht werden, indem dir gesagt wird, du bist so und so und dann bist du auch so und so. Also so, dass, oder dass du selber sagst, ach, ich bin ja so chaotisch und gar nicht sehen kannst, dass du es vielleicht gar nicht bist, weil durch deine selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen du dich immer so verhältst, dass du auf jeden Fall recht hast mit dem, was du über dich denkst. Dass so falsche Vorannahmen von sich selber oder auch von anderen funktionieren, das hat man ja schon in diesem sogenannten Rosenthal-Experiment festgestellt, in dem Lehrer von Grundschulkindern überzeugt wurden, dass gewisse Schüler und Schülerinnen besonders intelligent seien und man dann hinterher festgestellt hat bei Messungen am Ende des Schuljahres, dass sie wirklich wahnsinnig viele Fortschritte gemacht haben und das waren natürlich Schüler, Schülerinnen, die so wahllos ausgewählt wurden, aber weil die Lehrer und Lehrerinnen von denen halt bestimmte Leistungen erwartet haben, haben sie denen diese Leistung auch zugeschrieben und die natürlich auch so behandelt, dass die diese Leistung bringen können und die haben das dann auch gemacht. Also so, diese Experimente sind auch oft wiederholt worden und es konnte dann immer so nachgewiesen werden, dass Vorannahmen sich jeweils positiv oder negativ auch auf die Entwicklung der Leute ausgewirkt haben. Also beispielsweise gibt es ja diese sogenannten
Experimente oder Versuche mit Vornamen, ne? Dass Trägern und Trägerinnen bestimmter Vornamen bestimmte Leistungen oder über die bestimmte Annahmen gemacht werden, was man dann jetzt irgendwie unter Calvinismus oder Chantalismus bezeichnet, was überhaupt aber gar nicht stimmt, aber nur einfach, weil bestimmte Kinder bestimmte Vornamen haben, werden sie in einer bestimmten Art und Weise behandelt, ob sie jetzt Akademikerkinder Vornamen haben oder andere Vornamen haben. Ja, ich habe sogar mal von einem Experiment gehört. Ich weiß leider nicht, wenn einer von euch das weiß, wo das herkommt. Ich bin da interessiert dran. Und zwar ging es wohl darum, dass Menschen in einem Versuch beauftragt wurden, sich über bestimmte Themen zu unterhalten. Und eine Gruppe hat sich über energiegeladene Themen, sage ich jetzt mal, unterhalten, über Sport, über Fitness, über gesundes Essen, Gesundheit. Und eine andere Gruppe hat sich über Krankheit, Tod, Trauer, naja, Gebrechen und so weiter unterhalten. Und der eigentliche Versuch bestand nun darin, zu messen, wie lang, wie in welchem Tempo die Versuchspersonen über eine bestimmte Strecke gelaufen sind, also indem sie vom Versuchsraum zurückgelaufen sind zum Eingang. Und man konnte feststellen, dass diejenigen, die über Fitness und Freizeit gesprochen haben, schneller gelaufen sind als diejenigen, die über nicht so energiereiche Themen gesprochen haben. Was ich damit sagen will, und das wissen wir eigentlich, ich wollte es nur noch mal wiederholen, es scheint also so zu sein, dass unser Denken und Sprechen unser Handeln bestimmt. Und da kommen wir natürlich in die Richtung, in die ich jetzt gerne gehen möchte, nämlich die Erwartung an uns selber, also ne, ob du dran glaubst, dass du dein Ziel erreichst oder ob du nicht dran glaubst, ob du dein Ziel erreichst, hat einen großen Einfluss darauf, ob und wie du dein Ziel erreichst. Und das habe ich in dem Beitrag, es gibt einen Podcast über Glaubenssätze und es gibt Podcast 26 ist das und es gibt einen Podcast 30 über Zweifel. Also das möchte ich heute gar nicht machen, weil darüber habe ich schon öfter gesprochen, aber ich möchte gerne davon euch ein paar Ideen geben, die ich habe, wie unsere Gedanken unser Handeln beeinflussen. Und ich habe gesagt, ich möchte das mit dieser Technik machen, und zwar mit dieser Technik: Tu mal so, als ob. Tu mal so, als ob du dein Ziel bereits erreicht hast. Weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, wer jetzt alles die Stirn runzelt und sagt, nee, das ist jetzt aber albern, das mache ich jetzt nicht. Aber ich lade dich herzlich ein, das zu versuchen, weil die Vorstellung davon, dass du dein Ziel erreicht haben könntest, also so sozusagen in der Rückschau auf den Moment guckst, in dem du jetzt bist, motiviert dich, bringt neue Ressourcen hervor, beeinflusst deine Arbeitsfähigkeit, deine Haltung, deine Körperhaltung, deine Sprache, deinen Flow. Es beeinflusst sogar das, auf welche Ideen du kommst, welche Kooperationen du eingehst. Weil das ist nämlich auch eine sich selbst erfüllende oder eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also du bestimmst eine Situation in der Zukunft und handelst dann so, dass diese Annahme über diese Situation richtig wird und du wirst dann hinterher recht gehabt haben. Also tu mal so, als ob deine sich selbst oder selbsterfüllende Prophezeiung. Und ich möchte dich natürlich nicht gehen lassen aus diesem Podcast, ohne dir ein paar Ideen von mir dazu mitzuteilen, wie du das machen könntest. Als allererste, so im ganz Kleinen, kannst du schon mal überlegen, worauf du am Ende des Tages stolz sein wirst. Also stell dir vor, dein Tag oder deine Arbeitseinheit, es ist natürlich nicht nur für die Promotion, es gilt auch für andere Gelegenheiten des Tages. Ich beziehe mich hier aber in diesem Podcast nur auf das Thema Promotion. Du kannst ja überlegen, worauf du es dann noch anwendest. Also überleg, worauf du nach dieser erfolgreichen Arbeitseinheit stolz sein kannst. Also du kannst dir schon mal vorstellen, dass du fertig bist. Also tu mal so, als ob du schon fertig bist. Nimm dir 5 Minuten, so zu tun, als ob du schon fertig bist. Und überleg oder formulier aus dieser Situation raus sozusagen einen Zustand. Also so zum Beispiel:
Ach, ich bin sehr stolz und ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Problem gelöst habe. Und das mache ich aber, bevor ich daran gehe, dieses Problem zu lösen. Also die Problem lösen steht jetzt als Beispiel für ein bestimmtes Kapitel oder eine bestimmte die Fragestellung entwickelt, eine Seite geschrieben haben. Ich bin stolz darauf, dass ich diesen Text paraphrasiert habe. Ich bin stolz und dankbar, dass ich es geschafft habe, diesen Text zu paraphrasieren. Und dann geh einfach noch mal ganz kurz in diesen Zustand, in dem du darauf stolz bist und guck, wie sich das anfühlt. Und dann machst du eine kleine Pause und dann fängst du wirklich an, diesen Zustand zu erreichen, also diese Prophezeiung, die du dir selber gemacht hast, zu erreichen, damit du auch hinterher recht gehabt hast. Also tu mal so, als ob du diesen Zustand schon erreicht hast. Das war jetzt so im ganz Kleinen. Wenn du jetzt noch mal eine Nummer größer sein möchtest, dann kannst du schon mal so tun, als ob du ein bestimmtes Projekt geschafft hast, als ob du ein Kapitel geschafft hast. Geh mal in den Zustand, dass du dieses Kapitel fertig hast und oder diese Datenerhebung fertig hast, dieses Experiment gemacht hast, dieses Exposé geschrieben hast, diese Person angesprochen hast, ob sie deine Dissertation betreut, was auch immer. Richte dich auf, atme gut, schließe die Augen und stell dir vor, wie du nach getaner Arbeit auf dein Projekt, also auf das, was du erreichen möchtest, zurückschauen wirst. Deinem Gehirn und deinem Gefühl ist es letztendlich egal, ob du dir das nur vorstellst oder ob das Wirklichkeit ist. Ne? Also so, das ist dann einfach das Gefühl. Und das gute Gefühl, was sich daraus ergibt, das lässt dich Ressourcen für den jetzigen Moment, was sagt man bei Ressourcen, aktivieren. Und wenn du es jetzt noch mal ein bisschen größer machen möchtest, dann kannst du schon mal anfangen, egal wo du jetzt stehst, an welchem Punkt du jetzt stehst, kannst du schon mal anfangen, deinen Disputationsvortrag vorzubereiten. Auch wenn du noch nicht so weit bist, kannst du die Präsentation vorbereiten. Du kannst schon mal den Folienmaster machen. Du kannst dir auch schon mal überlegen, was du wohl an deiner Disputation anziehst und wie du eloquent auf Fragen antwortest. Auch hier, mach dich groß und stark und positiv. Tu mal so, als ob deine Disputation gerade ist oder das oder tu mal so, als ob deine Disputation gerade hinter dir liegt. Noch größer kannst du dir überlegen, wen du auf deine Promotionsparty einlädst, was es zu essen gibt, welche Musik gespielt wird. Du kannst dir überlegen, was du anziehst und welchen Duft du trägst oder wenn du einlädst, habe ich schon gesagt, ne? Ja, also überleg dir schon mal ganz konkret, mach dir ein Bild davon und tu mal so, als ob du jetzt auf deiner Promotionsparty wärst. Mach deine Augen zu, lehn dich kurz zurück und stell dir das einfach nur mal vor. Und das mach einfach 5 Minuten und mach das gerne 5 Minuten am Tag, weil du musst die Person sein, die daran glaubt, dass dieses Ziel erreicht werden wird. Und allein der Glaube, also die Überzeugung, die Prophezeiung, dass du an diesem Punkt stehen wirst, wird dich heute so ins Handeln bringen, dass diese Überzeugung richtig ist. Self-fulfilling prophecy, tu mal so, als ob. Und jetzt will ich dir noch die Masterclass des tu mal so, als ob geben, nämlich schreibe. Und das musst du dir jetzt nicht nur gedanklich vorstellen, sondern wirklich mit Papier und Stift oder PC. Schreibe eine Rezension zu deiner Dissertation. Und zwar schreibe eine richtig gute, wirklich gute, positive Rezension. Formuliere in deiner Rezension sowas wie in der gelungenen Dissertation von. Wurde herausgefunden, die Forschung ist aktuell und wissenschaftlich relevant, weil die Arbeit ist deswegen ein Gewinn, ein Meilenstein für die Fachdisziplin, weil neu und beachtenswert an der Untersuchung ist. Und ich lade dich ein, wirklich einmal im Monat deine Rezension zu schreiben. Nimm dir einfach nur eine Viertelstunde und schreib einfach nochmal, was ist das Besondere, was ist das Tolle an der Arbeit, die du machst. Ich werde dir unter coachingzonenwissenschaft.de/46 eine kleine Anleitung dazu hinterlegen,
wie du deine positive Rezension schreiben kannst. Ich weiß so, das ist, vielleicht denkst du, ja, das ist aber Zeitverschwendung. Ich brauche meine Zeit eigentlich, um was wirklich Richtiges zu schreiben. Ja, dann mach's trotzdem. Dann nimm dir diese Zeit trotzdem, dir einmal vorzustellen, wie die neue Realität ist. Wie, tu mal so, als ob das wirklich fertig wäre. Tu mal so, als ob du wirklich eine richtig gute Rezension hast, weil dir das für das heutige Handeln jetzt in diesem Moment oder auch in der nächsten Zeit noch mal ganz andere Energien gibt, noch mal ganz andere Ideen auch gibt, die dir hilft, deinen Körper aufzurichten, tiefer zu atmen und mit mehr Energie jetzt in diesem jetzigen Zustand zu sein. Und ich wünsche dir, dass du das für dich gut schaffen kannst. Achte darauf, dass du möglichst viele Sinneskanäle für diese selbsterfüllende Prophezeiung nehmen kannst, dass du das sehen kannst vor deinem geistigen Auge, dass du das hören kannst, dass du weißt, wie hört sich das an, wie wird das riechen, also so wie, was wirst du spüren, was wirst du fühlen. Geh in diese Situation rein und üb das gerne 5 Minuten am Tag, einfach so, mach deinen Möglichkeitsraum weit auf, weil es dir einfach unglaublich viel Energie und neue Ressourcen gibt, den heutigen Tag zu überstehen, weil letztendlich geht es ja dran, darum, dass du daran glaubst, dass das ganze Ding funktioniert. Und ich weiß, dass es in dieser langen Zeit der Promotion auch Phasen gibt, in denen man einfach mal aufgibt oder sagt so, ich weiß nicht, wie das werden soll. Mach dir ein Bild davon, mach dir einen Ton davon, visualisiere das irgendwie. Wie wird es aussehen? Wie wird sich das anfühlen, wenn du diesen Weg gegangen bist, wenn du das geschafft hast? Alles, was es gibt, war irgendwann mal eine Idee, war irgendwann mal ein Gedanke, der dann irgendwann Wirklichkeit geworden ist. Und es gilt auch für diesen Podcast, der auch einfach mal eine Idee war. Jetzt ist es ein Podcast und es, meine Güte, ist schon die 46. Episode. Ich mag es selber gar nicht glauben, bald gibt es die 52. Also es das heißt, dann wird ein Jahr um sein. Und ja, also guck, dass du deine Ideen, dass du so tust, als gäbe es die schon, als wärst du schon am Ziel. Formulier das auch so, dass du also sozusagen nicht, wenn ich am Ziel bin, werde ich, sondern ich habe es geschafft. Weil deine Gedanken, ne, das habe ich ja jetzt auch lange ausgeführt, deine Gedanken ganz wichtig für dein Handeln sind und du diejenigen Gedanken zu dir einladen sollst, die für dein Handeln das gewünschte Ergebnis bringen. Okay, ich wünsche dir in dem Sinne ganz viele tolle Gedanken. Ich wünsche dir, dass du so tun kannst, als ob, und freue mich, von dir zu hören. Schreib mal oder schick eine Sprachnachricht, wie es funktioniert hat. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und ja, vielleicht auch zu hören, wie es funktioniert hat. Das war der Coaching Zone Podcast. Falls du Unterstützung brauchst, schau auf der Webseite coachingzone-wissenschaft.de vorbei. Da findest du vielleicht auf dem Blog auch hilfreiche Informationen oder du abonnierst den Newsletter oder du findest auf der Webseite Angebote, die dich in deiner Promotionsphase unterstützen können. Ich freue mich auf dich. Deine Jutta Wergen.